Selbstverteidigung mit freien Waffen. Das ist ein Thema, das euch interessiert und deswegen möchte ich es heute wieder aufgreifen. Aber ich würde es nicht direkt als Selbstverteidigung betiteln, eher als präventive Abwehrmaßnahme gegenüber Einbrechern oder Angreifern. Und in einem meiner vergangenen Videos habe ich euch schon den kleinen Kieferle M1 Selbstschussapparat gezeigt. Und da geht aber noch viel mehr, viel effektiver. Die große Variante davon möchte ich euch heute zeigen. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Nach der Veröffentlichung von meinem letzten Kieferle-Video hat mich der Chef persönlich von Kieferle angeschrieben und sich für das Video bedankt und mich gefragt, ob ich nicht noch Bock auf eine Nummer größer habe. Er hat mir den großen Kieferle zugeschickt, den ich heute mit euch testen werde. Und ich kann euch nur eins sagen, es ist nichts im Vergleich zu dem kleinen Kieferle M1, den ich euch im vergangenen Video gezeigt habe. Das hier ist der Kieferle, den ich euch im vergangenen Video gezeigt habe. Und das ist die Nummer größer. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Wumms, den der Kleine hier gemacht hat, in Kombination mit Schwarzpulver und Viehbetäubungspatrone. Das war richtig, richtig laut. Aber wie gesagt, nichts, aber auch gar nichts im Vergleich hierzu. Vom Aufbau und vom Wirkmechanismus sind beide eigentlich gleich. Mit dem großen Unterschied, dass der hier eben um einiges größer ist. Ich zeige es euch jetzt noch mal ganz kurz. Also den hier haben wir beim letzten Mal getestet mit 9mm Munition. Und der hier braucht Kaliber 16. Um euch den Unterschied anschaulich zeigen zu können, packe ich jetzt von jeder Kartusche eine aus. Das hier ist 9mm und das Kaliber 16. Allein von der Optik her seht ihr hier schon den massiven Unterschied. Und wenn man diese Kartusche hier sieht, dann denkt man vielleicht, wenn man sich so ein bisschen auskennt, das schaut aus wie Schrot, ist es aber nicht. Also das ist wie das hier auch, ohne Projektil. Es macht also nur Wumms, mir aber nicht. Ganz, ganz wichtig hier zu erwähnen ist, auch wenn kein Projektil verschossen wird, sind diese Kartuschen bei unsachgemäßer Anwendung trotzdem tödlich. Also es ist kein Spielzeug und sollte mit absoluter Vorsicht behandelt werden. Als ich euch den kleinen Kieferle M1 gezeigt habe, bin ich ja quasi selbst durch meine gebaute Stolperfalle durchgelaufen. Beim großen Kaliber 16 werde ich das nicht mehr machen, dann ist mir zu gefährlich. Ich werde trotzdem eine Stolperfalle aufbauen, aber den auf Distanz auslösen. Also ich möchte hier nicht in unmittelbarer Nähe dazu sein. Warum eine präventive Abwehrmaßnahme und warum ein Selbstschussgerät? Gehen wir mal von einer Krisensituation aus. Dann habe ich wahrscheinlich wertvolles Hab und Gut. Und wenn ich das nicht habe, dann ist trotzdem meine Familie vor Ort. Ich möchte mein Haus oder mein Hab und Gut oder meine Familie schützen. Und ich möchte es nicht unbedingt auf einen Selbstverteidigungsfall hinauslaufen lassen. Besser wäre es, ich würde den Angreifer oder den Räuber vorher schon in die Flucht schlagen. Und dazu gibt es eben Systeme wie diese Selbstschussanlage, die mich zum einen auf den potenziellen Einbrecher aufmerksam machen und zum anderen den vielleicht auch schon abschrecken, dass der merkt, hoppla, hier hat jemand aufgerüstet, hier hat jemand vorgesorgt, da komme ich nicht so einfach durch. Was kommt vielleicht noch als nächstes? Also ich hoffe dann natürlich, dass der Einbrecher oder Angreifer dann dadurch schon abgeschreckt wird und ja keine potenzielle Ausraub- oder Überfallsituation dann überhaupt eintritt.
Auch hier wieder ein rechtlicher Hinweis. Diese Selbstschussanlage ist jetzt hier nur zu Demonstrationszwecken. Also die wird nicht dauerhaft hier an der Hütte verbaut sein. Denn so eine Anlage mitten im Wald aufzubauen, das wäre absolut verantwortungslos. Geht gar nicht, allein schon von der rechtlichen Seite her. Also es gibt da rechtlich auch einiges zu beachten. Aber da möchte ich dann später darauf zurückgreifen, welche Voraussetzungen für so eine Installation notwendig sind. Montieren werden wir das Selbstschusssystem hier an diesem Pfosten, also ein Stückchen weg von der Hütte. Ja, ich zeige euch dann gleich noch das System, die Wirkweise, wie er funktioniert, wie er aufgebaut werden sollte und dann geht's zum Test. Die Wirkweise ist folgende, also hier wird aufgeschraubt und geladen. So. Die Kartusche würde dann hier reinkommen, hier ist das Zündhütchen. Und der Bolzen, der dann hier drin ausgelöst wird, trifft auf das Zündhütchen und ja, der Knall ertönt. Da haben wir jetzt aber dabei raus. Also hier würde dann wieder zugeschraubt werden mit Munition. So. Das hier ist der Sicherungshebel. Und der schützt mich beim Installieren vor einem ungewollt ausgelösten Schuss. Also der Sicherungshebel verhindert, dass hier dieser Block ausgelöst wird, beziehungsweise dann hier reinrutscht und dann wird der Schuss ausgelöst durch den Schlagbolzen. So, wenn man den jetzt hier rausmacht, würde der Schuss losgehen. So, und zum Installieren macht man Folgendes. Hier ist dieser Hebel nötig und ihr seht schon, hier ist eine Aussparung, ein Loch und hier würde der Stolperdraht durchgespannt werden. So, wir ziehen hier ganz an und es arretiert dann hier in der letzten Stufe. Ihr seht, das rastet hier schön ein, da ist eine Aussparung. Und jetzt zum Installieren würde der Sicherungshebel reinkommen. Hier ist jetzt zwar ein Abstand, aber es könnte trotzdem nicht ausgelöst werden, weil einfach hier der Hebel dazwischen ist. Und wenn ich das Ganze jetzt installiert habe, nehme ich den Hebel raus. So, jetzt wäre es scharf. Wenn jetzt also der Stolperdraht hier gespannt ist und jemand da dagegen tritt oder den losreißt, geht dieser Bolzen hier raus und der Schuss wäre ausgelöst. Diese Situation ist ja nur gestellt, das heißt, ich baue dieses System nur für den Anschauungszweck auf. Dazu habe ich mir jetzt hier schon einen Draht bereitgelegt. Würde ich dieses System wirklich aufbauen, um es dauerhaft installiert zu lassen, dann müsste ich jetzt mit diesem Draht mein gesamtes Eigentum oder den Fleckchen von meinem Grundstück, den ich beschützen möchte, einzäunen. Man kann die natürlich auch kombinieren, dass man mehrere von diesen Selbstschussanlagen aufbaut. Ich spanne jetzt hier nur ein kleines Stückchen Draht, denn es ist ja nur ein Anschauungsbeispiel. Bevor ich den Draht spanne, muss ich erst den Kieferle hier an meinem Pfosten montieren. Dazu hole ich mir jetzt kurz Akkuschrauber und Bits, Schrauben und dann geht's los. Ich bin startklar. Ich werde den Kieferle jetzt auf diese Höhe montieren. Würde ich dieses System aber wirklich dauerhaft gespannt auf meinem Grundstück verwenden, dann würde ich ihn tiefer setzen, hier auf die Höhe ungefähr. Warum? Ich werde euch zum rechtlichen Aspekt später noch ausführlich erzählen, aber eins vorweg, also die Begründung, warum er auf diese Höhe bei mir kommen würde, ist, dass du laut deutschem Gesetz den Angreifer nicht verletzen darfst oder den Einbrecher, was auch immer. Du darfst ihm keinen Schaden zufügen und deswegen würde ich es auf die Höhe fixieren, dass einfach die Distanz zum Körper oder generell zum Torso so groß wie möglich ist. Bei meinem letzten Versuch mit dem Kieferle M1 habe ich nur eine Seite fixiert, also nur eine Schraube verwendet. Und im Test hat man gut gesehen, dass beim Auslöseprozess der Kieferle komplett seine Position verändert hat. Also jetzt zeigt er ja auf dem Boden runter, aber beim letzten Versuch ist der kleinere dann quasi so seitlich gehangen. Und damit wäre er ja schon wieder auf den Körper gerichtet, womöglich, je nachdem wie groß natürlich auch der gespannte Draht ist, ob das direkt daneben ist, nur ein kleines Stückchen oder eine große Distanz.
Aber somit könnte ich wieder unbewusst jemanden verletzen. Also immer auf beiden Seiten fixieren und wirklich gut festmachen, dass er in der Position bleibt. Denn mit diesem Kieferle wollen wir nur erschrecken und mich und andere darauf aufmerksam machen, dass hier etwas nicht stimmt, aber nicht verletzen. Heute mache ich nicht wie beim letzten Versuch einen Stolperdraht, wo ich selbst durchlaufe, sondern ich fixiere mir meinen Draht jetzt hier nur in dieser Öse und spanne mir den Draht dann weit weg, dass ich einfach eine große Distanz zum Kieferle habe und werde es dann fernauslösen. Okay. Auch wenn ich hier mit Vorsicht agiere, möchte ich trotzdem vorbeugen. Ich habe mir eine Mickey Maus mitgebracht und eine Schießstandschutzbrille. Das werde ich jetzt beides schon zum Montieren aufsetzen. Ich bin zwar da, wie gesagt, sehr vorsichtig, aber man kann nie ausschließen, dass nicht doch was passiert. Und darum, ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das System ist scharf und ich werde es jetzt hier aus sicherem Abstand auslösen. Ach du Scheiße. Gut, dass ich mit den Jägern hier per Du bin, denn sonst könnte man meinen, hier ist jemand beim Wildern unterwegs. Was man hier sieht, ist jetzt das Schwarzpulver, sogenannte Schmauchspuren. Also ich habe es jetzt wirklich nur mit der Mickey Maus gehört. Ohne Mickey Maus, glaube ich, hätte ich jetzt einen Trommelfellschaden. So, hier ist also jetzt nichts mehr drin. Es ist verschossen. Und hier hinten sieht man auf dem Zündhütchen genau, wie der Bolzen eingeschlagen hat, der dann den Schuss auslöst. Also wie gesagt, ich habe es jetzt nur mit Mickey Maus gehört, aber ich denke, es ist so laut wie so ein Polenböller oder so. Also irgendwas Illegales, so, um irgendwie eine ähnliche Geräuschkulisse zu erahnen. Ich bin gespannt, wie es daheim sich anhört, wenn ich die Dateien auf den Computer gezogen habe. Denn dann höre ich es ja richtig und nicht nur so gedämpft. Aber also echt, holla die Waldfee, da steckt Wumms dahinter. Die Ladung für den Kieferle M1 habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Also hier haben wir entweder die Möglichkeit, Platzpatronen zu laden oder eben Schwarzpulver. Habe ich beides hier und ihr seht eben, wie vorhin schon gezeigt, dass der Größenunterschied hier enorm ist. Es wäre aber auch möglich, diese beiden Varianten jetzt hier beim Kaliber 16 zu laden. Allerdings braucht man dann einen Adapter. Und es muss einem natürlich auch bewusst sein, dass dann dieses Geräuscherlebnis, wenn man das so betiteln kann, deutlich geringer ist als hier bei den Kaliber 16 Kartuschen. Also hier ist natürlich rein vom Lärmpegel ein massiver Unterschied. Kommen wir zum rechtlichen Aspekt. Ich habe es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Also hier ist das deutsche Recht wirklich ein bisschen verzwickt und
teils auch surreal, weil, gehen wir mal davon aus, du hast eine Person, die auf dein Grundstück eindringen möchte, zu welchem Zweck auch immer, dann begeht diese Person ja Hausfriedensbruch. Aber deswegen bist du nicht in der Position, dass du dich gewaltvoll verteidigen darfst. Also du musst diese Person rein nach Gesetz unglimpflich in die Flucht schlagen. Das heißt verbal oder immer das mildeste Mittel. Also es wird verlangt, dass du dich ständig, also egal in welcher Situation, mit dem mildesten Mittel der Wahl und der Möglichkeit verteidigst. Und das ist natürlich ein Punkt, der stößt vielen bitter auf, weil die sagen, die Person, die bei mir eindringt, die ist im Unrecht. Und warum darf ich mich nicht verteidigen? Es ist leider so, also das ist die Gesetzeslage. Und dann ist es natürlich auch so, dass du diese Selbstschussanlage nicht einfach irgendwo aufspannen darfst, sondern nur auf befriedetem Besitztum. Was heißt befriedet? Das heißt, es ist ein Zaun rundherum, das deutlich ist, dass das ein abgegrenztes Grundstück ist. Das gehört jemandem, da ist jemandens Eigentum drauf und derjenige möchte nicht, dass hier durchgelaufen wird. Also dieser Zaun ist dann quasi die Barriere. Dann ist es befriedet und aber auch dann darfst du es nicht einfach installieren, denn du musst ja am besten noch Warnschilder aufstellen, dass hier eine Selbstschussanlage installiert ist. Und auch wenn du sie installiert hast, musst du natürlich darauf achten, dass sie nur zur Abschreckung dient und nicht verletzt. Also das Thema hatten wir ja vorhin schon, einfach gut fixieren und mit Mündungsöffnung zum Boden hin und nicht auf Höhe der Position, der Person, die sich dann hier gewaltvoll Zutritt verschafft. Also man muss wirklich hier auch nochmal sicher gehen, dass demjenigen, der diese Anlage auslöst, nichts geschieht. Ihr seht also, das eigene Hab und Gut und Grundstück zu beschützen, ist rechtlich gesehen gar nicht so einfach. Also es gibt viele Aspekte, die man einfach beachten muss, weil sonst stehst du selbst mit einem Fuß im Gefängnis und das wollen wir ja vermeiden. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich finde es besser, einfach da Prävention zu betreiben und die Leute, die sich Zutritt verschaffen wollen, erstmal ganz an der Grundstücksgrenze schon abzuschrecken, weil dann versuchen sie es vielleicht gar nicht weiter. Und das ist tausendmal besser, die Leute da zu vergrämen, als dass es wirklich zum Nahkampf kommt. Denn ja, da stehen die Chancen einfach schlecht in den meisten Situationen. Aber da gibt es noch ganz bald ein detailliertes Video drüber, Selbstverteidigung mit freien Waffen. Ich zeige euch alles, was innerhalb des deutschen Rechts möglich ist. Welche Mittel und welche Möglichkeiten ihr habt, um euch zu verteidigen mit freien, legalen Waffen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was du vom Kieferle Kaliber 16 hältst. Ob du denkst, es ist ein sinnvolles Mittel oder eher nicht. Und wenn nicht, dann definier doch gerne, warum du denkst, es ist nicht geeignet oder warum man es nicht verbauen sollte. Also den Kieferle und die dazu benötigten Kartuschen kann jede Person ab 18 Jahren mit Altersnachweis kaufen und unter gegebenen Voraussetzungen, die ich euch vorhin gesagt habe, verwenden. Ja, also ich bin wirklich beeindruckt von diesem Knall. Ich finde es wirklich gut, auch wenn ich es jetzt hier in der Waldhütte, wie gesagt, nicht installiert lassen kann und auch nicht möchte. Aber in Krisenzeiten, denke ich, ist es ein durchaus brauchbares Mittel zur Prävention. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wo du den Kieferle kaufen kannst, verlinke ich dir hier unten in der Videobeschreibung. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann freue ich mich natürlich, wenn du auf Abonnieren klickst. Und wenn du das machst, dann klick gleich auf die Glocke, denn damit aktivierst du sie und verpasst kein Video mehr von mir. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!